Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 26. Jänner. Heute freue ich mich auf unseren Gast, und zwar Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die uns jetzt live aus Wien zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Ministerin. Danke für die Zeit. Frau Ministerin, Sie hatten heute eine Pressekonferenz zum Thema Standort und Beschäftigung. Und dort haben Sie gesagt, die Krise zerrt an den Kräften der Unternehmerinnen und dass Österreich schon seit 2012 langsam wächst und zu wenig konsumiert wird. Was sind denn da die Ursachen dafür? Ja, wir sehen, dass wir in den richtigen Sektoren tätig sind, dass wir aber in den einzelnen Sektoren bei der Produktivität noch nachlegen können. Und das hat uns die Covid-Krise ganz gezeigt. In Vorarlberg ist auch sehr viel Industrie. Da geht es um den Automatisierungsgrad, es geht um die Digitalisierung. Und anders, als man immer glauben würde, schafft diese Innovation, die man in den Prozessen macht, in den Unternehmen macht, mehr Arbeitsplätze. Und das ist ganz wichtig, da sollen wir uns an den Besten orientieren. Da sehen wir ähnliche Länder, Schweden, Dänemark, die etwas vor uns liegen. Also ganz wichtig, investieren in Innovation, in Technologie, in Digitalisierung und ein ganz wichtiges Ziel natürlich, so viele und alle mitzunehmen auf diesem Weg. Dafür braucht es entsprechende Schulungen und Maßnahmen. Und das ermöglicht auch, dass dann Produktionen, bin ich überzeugt, nach Österreich zurückkommen, hier gehalten werden können und ganz viele Arbeitsplätze schaffen. Was wären so Sektoren oder Branchen, wo wir besser werden können, wo wir vielleicht sogar auch an die Weltspitze kommen können? Naja, wir haben in Österreich einen sehr hohen Dienstleistungsanteil. Das ist wichtig und ist gut. Aber auch dort geht es darum, sich an der Weltspitze zu orientieren und auch dort das Thema Digitalisierung reinzunehmen. Wenn wir nur überlegen, wir haben ganz eine kleinteilige Struktur im Handel, nicht im Lebensmittelhandel, aber im anderen Handel. Und da spielt E-Commerce eine wichtige Rolle. Wenn wir schauen in der Produktion, da sind wir schon sehr, sehr gut. Österreich hat ja 20% Industrieanteil. Vorarlberg ist da ein Vorzeigeland mit ganz vielen Weltmarktführern, Hidden Champions. Ich mag lieber den Begriff Champions, weil so versteckt sollen sie nicht sein, von Alpla, aber auch große Logistikunternehmen wie Gebrüder Weiß. Und die dabei zu unterstützen, noch mehr Innovation zu geben, das muss so unser Ziel sein. Sie hatten heute die Pressekonferenz gemeinsam mit dem Finanzminister Blümel. Der hat ja im vergangenen Jahr noch gesagt, zur Krise, also koste es, was es wolle. Wie lange können wir uns dieses koste es, was es wolle, noch leisten? Ja, Gott sei Dank haben wir einen großen Schutzschirm gespannt mit 50 Milliarden Euro, die wir als Rahmen zur Verfügung haben, als Geld, das wir an die Unternehmen und jene, die es brauchen, zahlen können. Da liegen wir in etwa bei 32 Milliarden im Moment, die fix ausbezahlt sind und fix zugesichert sind. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil jetzt muss Geld fließen und an die Unternehmen fließen. Und da haben wir auch noch einen Spielraum. Gleichzeitig müssen wir auch schon an die Zukunft denken. Das ist mir als für den Standort zuständige Ministerin ganz wichtig. Und die Investitionsprämie ist hier eine Erfolgsgeschichte, dass das gleichzeitig funktionieren kann. Auch in einer der größten Wirtschaftskrisen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu steigern, die investieren und nicht nur, damit es ihnen besser geht, sondern damit sie mehr Arbeitsplätze schaffen. Wenn Sie die Investitionsprämie ansprechen, die wurde ja zuletzt wieder aufgestockt. Können Sie vielleicht kurz sagen, wie die insgesamt angenommen wurde? Gibt es da Zahlen dazu? Ja, es ist ein Erfolgsmodell und da können wir echt stolz sein drauf. Erstens auf unsere Unternehmen, dass die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Lage sind, genau jetzt zu investieren. Das heißt, sie sind gut und sie sind kräftige Unternehmen. Und zweitens, weil wir eines der wenigen Länder in Europa sind, die sowas haben. Zum Beispiel, wenn man gerade über die Grenze schaut, das ist ja in Vorarlberg besonders interessant, gibt es nicht in Deutschland.
und auch nicht in anderen Ländern. Wo liegen wir im Moment? Wir liegen bei 30 Milliarden Investitionsvolumen, das ausgelöst ist. Und das kann man, da muss man in Relation stellen. In einem normalen Jahr haben wir 8,5 Milliarden Investitionen in die Industrie. Und das zeigt schon, dass das ein großer Multiplikator ist. Und das nehmen die großen Unternehmen wie die kleinen an. Wir haben 85.000 Anträge in etwa. Und 2,8 Milliarden Euro haben wir schon fix zugesagt. Jeder hat einen Anspruch. Es geht noch bis Ende Februar. Und es ist auch gesichert, dass jeder das Geld bekommt, wenn er einreicht, jedes Unternehmen. Was wichtig ist, ist, wir haben jetzt länger Zeit gegeben, die ersten Maßnahmen nachzuweisen. Diese Zeit ist bis Ende Mai. Aber nochmal ganz wichtig, auch die Vorarlberger Unternehmen und Unternehmer müssen daran denken, sie müssen schon bis Ende Februar die AWS informiert haben und gesagt haben, okay, ich schaffe die Maschine an oder ich baue jene Werkstatt oder jenes Fabriksgebäude. Das muss die AWS schon Ende Februar wissen. Und dann kann man die Nachweis der ersten Schritte, zum Beispiel Angebote angenommen, mit Behörden verhandelt oder zu bauen beginnen, bis Ende Mai setzen. Mhm. Sie haben vorhin selbst gesagt, es wurde im Prinzip ein riesiger Schutzschirm aufgespannt. Müssen wir allerdings mit einer Pleitewelle rechnen, wenn alle diese Unterstützungen mal auslaufen? Naja, es gibt Unterstützungen, die gar nicht auslaufen. Zum Beispiel die Kurzarbeit ist etwas, das Geld, das die Unternehmen erhalten haben, dürfen sie sich behalten, das müssen sie nicht zurückzahlen. Dasselbe gilt für den Fixkostenersatz, dasselbe gilt für den Härtefallfonds, dasselbe gilt für die Investitionsprämie und alles. Das sind alles Zahlungen, die die Unternehmen behalten dürfen. Dann haben sie noch weitere Möglichkeiten. Mir ist wichtig, auf den Verlustrücktrag hinzuweisen. Denn die Unternehmen haben ja in den letzten 2 Jahren sehr gute Geschäfte gemacht und da haben sie Steuerschulden. Und diese Steuerschulden können sie mit möglichen Verlusten aus diesem Jahr verrechnen und dann quasi müssen sie diese Steuerschuld nicht zahlen. Und auch das ist dann sozusagen eine vergebene Steuerschuld, die sie dem Staat nicht bezahlen müssen. Mhm. Natürlich ist es die größte Weltwirtschaftskrise, die wir je erlebt haben und hoffentlich kommt da nicht schnell wieder etwas nach. Ganz wichtig ist, dass wir die Strukturen erhalten. Wir sind im Moment bei -35% an Insolvenzen. Das heißt, wir schaffen es, die Unternehmen zu erhalten. Wird es mehr Insolvenzen geben danach? Ich rechne schon damit, dass das auf ein normales Niveau zurückkehrt. Und der ein oder andere dieses Instrument auch der Entschuldung braucht, da werden wir ein genaues Auge drauf halten. Ein großer Wirtschaftsfaktor in Vorarlberg ist der Tourismus und im Speziellen hier die Seilbahnen. Die werden ja auch mit Verlusten rechnen müssen. Jetzt war es ja ein Riesenthema, ob die Seilbahnen öffnen sollen oder nicht. Rückblickend Ihre Einschätzung, hätten die Seilbahnen erst gar nicht öffnen sollen? Nein, es ist jetzt so ist die Entscheidung getroffen worden und da haben sich ja auch die Länder, auch Vorarlberg, Tirol und Salzburg, die Landeshauptleute sehr dafür eingesetzt, genauso wie in Wien für das Eislaufen. Das ist Sport, der im Freien betrieben wird. Es ist wichtig für die Bevölkerung, dass sie nach draußen gehen kann, den Sport betreiben kann. Aber was ich schon sagen möchte, ist, die Einhaltung der Schutzmaßnahmen, das ist ganz, ganz wichtig und die sind streng und die sollen noch weiter durchgeführt und umgesetzt werden. Mhm. Wer stark betroffen ist, die Hotellerie und Gastronomie. Jetzt soll in der kommenden Woche über Verlängerung des Lockdowns entschieden werden. Wie ist Ihre Position dazu? Sollte man Gastronomie und Hotellerie langsam öffnen dürfen oder können? Ja, wir sind in dieser Woche in den letzten Tagen mit einer vollkommen geänderten Situation konfrontiert. Und diese geänderte Situation ist ein mutiertes Virus, das in einer 2 Varianten im Moment daherkommt aus Großbritannien und Südafrika und das natürlich die Spielregeln vollkommen verändert. Wir können, das wäre unseriös, das jetzt sagen, dass ich weiß, wie es ausgehen wird. Denn wir sprechen in dieser Woche ganz intensiv mit Experten, mit den Landeshauptleuten und vor allem die Gesundheitsexperten sagen uns ja, dass diese Ansteckungsgefahr um 50% erhöht ist. Das klingt jetzt zu wenig, ist aber natürlich bedeutet schon etwas, wenn ich angesteckt bin,
steckt man normalerweise nur eine Person an und dann sind es 1,5 Personen und das ist ja wie ein Schneeball, wie eine Lawine, die immer mehr wird. Wir haben es in Irland gesehen, das ist schon sehr beunruhigend und deshalb müssen wir zuwarten diese Woche und schauen, wie es weitergeht. Vor allem, es muss so ein Gleichklang sein, wir können nicht öffnen und dann so schnell wieder zumachen. Das macht keinen Sinn. Die Unternehmen brauchen hier mehr Berechenbarkeit und die ist da gegeben, wenn wir die Infektionen runterbekommen. Und da kann jeder dazu beitragen. Das ist überhaupt meine Bitte an alle. Es ist jetzt nochmal eine ganz, ganz schwierige Phase. Ich weiß, wir sind schon viele sind sehr müde von den ständigen Ansagen zu Corona. Es dauert jetzt schon ein Jahr. Ich würde mir auch wünschen, dass es schon vorbei wäre. Aber es braucht jetzt nochmal diese gemeinsame Anstrengung, weil mit dem mutierten Virus ist nicht zu spaßen. Das sehen wir ganz klar in Irland und jenen Ländern, die stark betroffen sind. Eine schwierige Phase ist natürlich auch für viele junge Menschen, vor allem auch für viele junge Menschen, die einen Job suchen. Sie haben jetzt ein neues Lehrberufspaket in Begutachtung geschickt. Was beinhaltet dieses Paket denn? Ja, die Jugend ist uns, ist mir persönlich ganz wichtig. Bei mir im Ministerium ist die Lehre angesiedelt und da lege ich ganz besonderen Augenmerk drauf. Was ist in dem neuen Berufspaket? Die wir überarbeiten ganz viele Berufe, zum Beispiel im Bereich der Umwelt. Recycling ist ein Riesenthema. Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft. Und da gibt es ganz tolle Lehrberufe für die Jungen, aber auch für Erwachsene, die in diese Branchen hineingehen wollen. Und da ist ein großes Paket. Auch Mechatronik ist einer der, und Metalltechniker sind welche der gefragtesten Berufe. Und was wir tun müssen, ist, sie mit neuen Inhalten füllen. Und das machen wir, dass die jungen Menschen genau das lernen, was für die Zukunft notwendig ist und was sie auch dringend brauchen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Thema für das Lehrberufspaket. Und dann hatten wir ja noch den Lehrlingsbonus, der in dieser besonderen Phase unterstützen sollte. Mhm. Wird also dieser Lehrlingsbonus, der wird jetzt im Prinzip verlängert? Beim Lehrlingsbonus haben wir jetzt zuerst einmal, um einen Überblick zu geben, 40 Millionen Euro bereits an die Unternehmen ausbezahlt und damit haben wir 22.000 Lehrlingsplätze gesichert. Das heißt, junge Menschen haben einen Lehrplatz bekommen, die Unternehmen sind in Summe mit 40 Millionen unterstützt worden. Dieser Lehrlingsbonus läuft jetzt noch bis Ende März. Und zwar für all jene Lehrlinge, die vorübergehend in die übergehen mussten, in die überbetriebliche Ausbildung. Ich bedanke mich bei den Vorarlberger Unternehmen, die den Lehrlingsbonus auch intensiv genutzt haben mit über 800 Anträgen. Und jetzt bis Ende März gilt es noch, in die Über zu schauen. Da sind viele junge Menschen, die eine Lehre dort begonnen haben. Was ist die Über? Eine überbetriebliche Lehrausbildung. Das ist dafür da, dass junge Menschen, die in einem Betrieb keinen Job finden, mal ihre Lehre beginnen können. Und jetzt wäre es mir wichtig, dass die so rasch als möglich in die Betriebe wechseln. Wobei Vorarlberg ist hier ein wirkliches Vorzeigeland auch, dass sehr schnell die Lehrlinge von der Über in die Betriebe gehen. Wie gesagt, bis Ende März gibt es noch die Förderung für solche Lehrlinge. Mhm. Ein Thema, das auch im Zusammenhang mit Lehre in Vorarlberg immer wieder diskutiert wurde, ist die Pflegelehre. Gibt es da schon Details zur geplanten Pflegelehre? Und wenn ja, wie sehen da die Rahmenbedingungen aus? Ja, also für mich ist die Pflegelehre ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich kann das natürlich nicht alleine einführen. Das geht mit dem Gesundheitsminister nur gemeinsam. Ich setze mich sehr, sehr stark dafür ein. Mein Wunsch wäre, dass im Herbst schon mit der Pflegelehre begonnen werden kann, spätestens ein Semester danach, dann halt als Quereinsteiger während des Lehrjahres. Warum ist das so wichtig? Wir brauchen nur in die Schweiz schauen und ich weiß, dass das Vorarlberg tut. Dort ist es die erfolgreichste Lehre. Über 20.000 Menschen sind in dieser Lehre. Sie ist auch geeignet für Erwachsene. Da geht es mir nicht um die Jugendlichen alleine. Die brauchen da ein spezielles Angebot. Zuerst theoretischer Teil, dann praktischer Teil. Aber in Wirklichkeit ist das eine ideale Lehre für Erwachsene, die umsteigen, für Frauen, die sich um die Familie gekümmert haben, vielleicht auch um die Eltern und dann sehen, dass etwas das für sie etwas wäre und dass sie dann einsteigen. Also ich bin in der Familie auch so ein Beispiel. Meine Schwester war Schneiderin, wie sie dann wieder eingestiegen ist, war mit der Schneiderei in Tirol nicht so viel.
mehr zu nicht mehr so viel möglich. Und sie arbeitet jetzt in diesem Bereich des Gesundheitswesens und ist dort tätig. Und ich glaube, für solche Frauen, die in ihrer ersten Ausbildung eine Lehre gemacht haben, die wieder einsteigen wollen, und ist das eine ideale Möglichkeit in Kombination mit den Organisationen. Ich werde alles dafür tun, dass wir ganz konkret an dem arbeiten und auch die Gespräche wieder aufnehmen. Covid hat uns da ein bisschen unterbrochen, aber ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, auch das mit dem Gesundheitsministerium weiter voranzutreiben. Mhm. Welcher Lehrberuf hat denn aus Ihrer Sicht in Österreich besonders gute Zukunftschancen, beziehungsweise was sind so Skills, die sich junge Menschen aneignen sollten? Ja, wie gesagt, die Pflege ist eine Möglichkeit, wenn sie dann als Lehre auch verfügbar ist. Dort ist sehr, sehr hoher Bedarf. Und wo im Moment sehr viel nachgefragt wird, ist im Bereich der Digitallehren. Es gibt die neue Lehre für E-Commerce. Da freue ich mich ganz besonders, dass junge Frauen, die sehr intensiv angenommen haben, 50% der IT-Lehrlinge, also es ist jetzt gestiegen um 50%, verdoppelt und sehr, sehr viel mehr IT-Lehrlinge jetzt durch das E-Commerce. Coding ist so eine, also Coden zu lernen, ist sicher auch immer richtig für junge Menschen. Alles, was in diesem Umfeld ist, die Nachhaltigkeits-Recycling-Lehrberuf, den wir haben, also es gibt ganz, ganz viele tolle neue Lehrberufe, die es noch nicht gegeben hat, dass ich jung war. Und da würde ich den jungen Menschen und vor allem den Eltern auch raten, dorthin zu schauen. Es sind nicht nur immer die traditionellen Lehrberufe, sondern ganz viele neue, die verfügbar sind und die stark nachgefragt werden. Mhm. Abschließend, Frau Ministerin, wir haben seit letzter Woche gibt es den neuen US-Präsidenten. Joe Biden hatte die Amtsgeschäfte übernommen. Was bedeutet das für Österreich, für die sehr stark exportorientierte österreichische Wirtschaft? Wird es jetzt wieder etwas leichter mit dem neuen Präsidenten? Ja, was definitiv anders ist und anders ist als vorher, ist, dass sich die USA wieder zu den internationalen Spielregeln bekennt. Also dass die nicht nur der Beitritt zum Klimaabkommen und der WHO, ich erwarte mir auch, was die WTO, also die World Trade Organization für Handel betrifft, dass die USA hier stärker sich wieder engagiert und zwar positiv engagiert. Ganz konkret und praktisch für die Vorarlberger Unternehmen und die österreichischen ist die USA der wichtigste Markt außerhalb Europas nach Deutschland. Und darum werden wir, sobald es wieder geht, die Kontakte mit den USA auch aufnehmen. Die bestehen jetzt schon, aber dann natürlich auch persönlich. Wir werden wieder mit den Unternehmen in die USA fliegen, genauso wie wir einen Schwerpunkt in China machen werden. Beide Märkte sind für österreichische Unternehmen von großer Bedeutung. Und ich werde jedes einzelne Unternehmen unterstützen. Hoffe, dass ganz viele Vorarlberger Unternehmen dann mit dabei sein werden, wenn wir diese Märkte wieder erobern, wenn sie erreichbar sind. Heißt das auch noch, letzte Frage, dass TTIP eine neue Chance bekommen könnte? Schauen Sie, ich glaube, was wichtig ist, dass wir die einzelnen Unternehmen unterstützen. Wir haben sehr, sehr gute Handelsvertreter in den jeweiligen Ländern, in den USA und in China. Und da geht es darum, die einzelnen Unternehmen zu unterstützen. Was sie brauchen, noch viel stärker als Handelsabkommen, ist das das absolut Wichtige, was unmittelbar ist. Generell hängen wir natürlich vom Export ab. Jeder zweite Arbeitsplatz ist da drin. Und ich glaube, jeder, der das erkennt, muss auch für Export sein und damit für diese Bearbeitung dieser beiden großen Märkte. Mhm. Frau Ministerin Schramböck, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit und wünsche schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund. Danke, bleiben Sie auch gesund. Ja, und wir haben dieses Gespräch im Vorfeld aus terminlichen Gründen aufgezeichnet. Wir wollen aber beim Thema Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt im Speziellen bleiben. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen und AMS Vorarlberg Geschäftsführer Bernhard Behreuther. Vielen Dank für den Besuch. Ja, danke für die Einladung. Herr Behreuther, wie wir gerade von der Ministerin gehört haben, wird ja das Kurzarbeitszeitbudget von 5 auf 7 Milliarden aufgestockt. Jetzt mal grundsätzlich die Frage, wie viele Menschen in Vorarlberg sind eigentlich in Kurzarbeit? Aktuell sind noch rund 22.000 Beschäftigte in Kurzarbeit im Vorarlberg. Zu Spitzenzeiten waren es knapp 70.000 Beschäftigte. Mhm. Wird das Modell nach wie vor sehr gut angenommen? Und wie wichtig ist es überhaupt, dieses Modell, damit man Menschen in Beschäftigung hält?
Also die Kurzarbeitsbeihilfe wird von Unternehmen, die derzeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, sehr gut angenommen. Und es ist ein wichtiges Modell, eine wichtige Unterstützung für Unternehmen, dass sie diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten übertauchen können und hilft vielen Personen, dass sie in Beschäftigung bleiben können. Das Modell, und das wissen wir aus den vergangenen Jahren, aus der letzten Krise, der Finanzkrise, eignet sich gut für vorübergehende wirtschaftliche Schwierigkeiten und bringt den Unternehmen auch den Vorteil, dass, wenn sich die Auftragslage verbessert, dass sie rasch wieder hochfahren können, dass Personal zur Verfügung steht und somit wieder wettbewerbsfähig sind. Jetzt AMS Österreich Vorstand Johannes Kopf hat heute getwittert, aktuell ziemlich schwierig Arbeitsmarktpolitik zu machen. Sie haben jetzt heute eine groß angelegte Joboffensive, die Pläne dafür präsentiert. Jetzt gibt es ja vom Bund 12 Millionen Euro mehr, also insgesamt 49. Für was wird dieses Geld eingesetzt? Also wir setzen den Schwerpunkt bei uns auf Qualifizierung und Ausbildung, weil im Moment einfach die Personalnachfrage deutlich geringer ist wie in den vergangenen Jahren und wir die Zeit der Arbeitslosigkeit für die Personen nutzen möchten, dass sie sich weiterbilden. Mhm. Es geht in zwei Richtungen. Dass Personen ohne abgeschlossene Ausbildung, und das ist der Großteil der bei uns Vorgemerkten, rund 45% haben maximal einen Pflichtschulabschluss, dass die eine Ausbildung nachholen, also eine Lehrausbildung nachholen. Hier haben wir unterschiedliche Modelle, wie wir diese Personengruppe unterstützen können, zum Beispiel Lehrstellenförderungen, aber auch Stiftungsmodelle, wo man gezielt auf einen Arbeitsplatz ausgebildet wird. Mhm. Und für die zweite Gruppe, die bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben, dass sie sich im Beruf höher qualifizieren. Das kann man sich so vorstellen, eine Bürokauffrau mit einer abgeschlossenen Lehre, dass sie die Zeit der Suche zum Beispiel nutzt, dass sie einen Kostenrechnungskurs macht, Buchhaltungskurs, um ihre persönlichen Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Und gleichzeitig kommen auch mit dieser Ausbildung dann mehr Jobangebote in Frage. Mhm. Also deshalb setzen wir vor allem auf Ausbildung und Qualifizierung. Wir haben gemerkt, dass die Suchzeiten der Arbeitslosigkeit, wir messen es an der Vormerkdauer, sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Um 15 Tage waren sie länger 2020 wie 2019. 15 Tage klingt jetzt nicht so viel, aber wenn wir sehen, dass in einer Hochkonjunkturphase von 2017 bis 2019 die Suchzeit nur um 7 Tage gesunken ist, dann ist es eigentlich ja, eine dramatische Entwicklung auch, dass die Vormerkdauern sich so stark verlängert haben innerhalb von einem Jahr. Von wie vielen Arbeitslosen sprechen wir derzeit in Vorarlberg? Also im Jahresdurchschnitt waren es in Vorarlberg 13.817 Arbeitslose. Das sind rund 46% mehr wie im Jahresdurchschnitt 2019. Und wie viele Menschen befinden sich eigentlich aktuell in irgendwelchen Weiterbildungsmöglichkeiten? Die scheinen in dieser Statistik aber nicht auf. Die scheinen in dieser Statistik nicht auf. Es gibt bei uns Personen, die sich in Schulung befinden, das sind rund 2000 Personen in unterschiedlichen Angeboten vom Arbeitsmarktservice. Das sind Unterstützungsangebote, aber es geht auch um Stabilisierungsangebote, dass man so weit stabilisiert ist, dass man dann in eine Ausbildung gehen kann, gerade auch bei Jugendlichen, dass wir sie vorbereiten auf eine Lehrausbildung. Und es gibt aber auch arbeitslose Personen, wo wir unterstützen im Rahmen der Kurskostenförderung, weil wir nutzen den freien Bildungsmarkt. Vorarlberg hat einen sehr guten freien Bildungsmarkt, das heißt die gesamten Bildungsanbieter im Vorarlberg. Und dass sich die Arbeitssuchenden am freien Bildungsmarkt orientieren, sich Qualifikationen aussuchen, die sie weiterbringen können beruflich. Und wir zahlen dann die Kosten, die anfallen. Was für Menschen sind denn besonders von Arbeitslosigkeit betroffen? Gibt es da Zusammenhänge mit dem Bildungsniveau zum Beispiel oder kann man das an Branchen festmachen? Also im Moment ist es natürlich auch so, dass es an Branchen festgemacht werden kann, weil die Branchen unterschiedlich stark von den Einschränkungen betroffen sind, zum Beispiel Hotellerie und Gastronomie. Hier ist es im Wintertourismus, der noch nicht starten konnte und wo es im Moment auch nicht so gut ausschaut, dass es starten kann. Hier hatten wir Ende Dezember noch 1600 Personen mit einer Wiedereinstellzusage. Mhm. Normalerweise können sie im Dezember wieder anfangen zu arbeiten, in der Zeit vor Weihnachten. Mhm. Aufgrund der aktuellen Situation war keine Beschäftigung möglich, die sind noch bei uns vorgemerkt. Hier wird es darum gehen, dass wir diese Personen in der Branche halten können, auch durch Höherqualifizierung, Aus- und Weiterbildung, weil sobald sich
die Branche wieder öffnet, werden wir die Arbeitskräfte wieder brauchen im Tourismus. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass es ganz stark von der Qualifikation abhängt. Mhm. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht, die das verdeutlicht, die Ausbildungsquote nach Qualifikationen. Mhm. Und hier sehen wir, dass Personen mit maximal Pflichtschulausbildung eine deutlich höhere Arbeitslosenquote haben. Also im November im letzten Jahr war die Arbeitslosenquote da bei 18,7%. Sobald jemand eine Lehrausbildung abgeschlossen hat, lag die Arbeitslosenquote bei 7,3% oder je nach Ausbildung deutlich darunter. Mhm. Also auch jetzt in der Krise ist da ein Erfolgsschlüssel, in die Qualifikation zu investieren. Mhm. Lehrabschluss oder ähnliches, also gibt es auch Menschen oder können auch Menschen, die jetzt älter als 18 Jahre oder 20 Jahre alt sind, ihren Lehrabschluss irgendwo nachholen? Ja, also das ist auch unser Ziel, dass wir die Personen, die arbeitslos vorgemerkt sind und auch älter sind, dass wir diesen ermöglichen durch Unterstützungsangebote vom Arbeitsmarktservice. Zum Beispiel gibt es Lehrstellenförderungen für Unternehmen, wenn sie einem über 19-Jährigen einen Hilfsarbeiterlohn für die Branche zahlen. Es geht ja auch darum bei diesen Personen, dass sie sozusagen die Existenz sichern können während der Ausbildungszeit. Und hier gibt es unterschiedliche Modelle, wo das ermöglichen und damit auch Personen über 18 Jahre eine Lehre nachholen können. Wie kann man sich Weiterbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen vorstellen? Zum Beispiel ein Beispiel anhand eines Kochs. Wie kann sich ein Koch weiterbilden, dass ihm das später was bringt? Sollte der eigentlich nicht zu einem noch besseren Koch gehen und wie eine zweite Lehre machen? Ja, hier gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, die praktischen Ansätze, dass man es lernt beim anderen Koch, aber es gibt auch Ausbildungsansätze, dass man zum Beispiel neue Küchen lernt, vegane Küche, vegetarische Küche, also dass man sich in diesem Bereich Kenntnisse aneignet oder im Service Sommelierkenntnisse sich aneignet, eine Rezeptionistin Sprachkenntnisse oder verschiedene EDV-Tools, die notwendig sind für Buchungen und so weiter. Also es gibt in den einzelnen Berufsbereichen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mich weiterbilden kann. Und wir haben auch ein Berufsinformationssystem, wo darstellt, welche Qualifikationen nachgefragt sind und mit welchen Qualifikationen ich meine persönlichen Chancen am Markt erhöhen kann. Mhm. Was für Qualifikationen sind nachgefragt? Wenn ich über Jobplattformen wie bei uns zum Beispiel surfe, sehe ich gleich, dass Facharbeiter nach wie vor gesucht werden. Ja, Fachkräfte sind natürlich nach wie vor nachgefragt, das heißt, sie werden gesucht. Also das ist auch von der Qualifikation und das zeigt auch die Grafik, die ich vorher gezeigt habe. Je höher die Ausbildung, umso geringer ist das Risiko, arbeitslos zu werden. Also in einem ersten Schritt geht es ganz stark in Richtung Lehrausbildung und danach sind die Qualifikationen ganz unterschiedlich, hängt vom erlernten Beruf ab. Es gibt in den unterschiedlichen Berufsbereichen gibt es Qualifikationen, die nachgefragt werden. Die Ministerin hat es gerade gesagt, digitale Kompetenzen werden nachgefragt. So Metall-, Elektro-, IT-Bereich werden Fachkräfte nachgefragt, aber genauso im Gesundheitsbereich, Sozialbereich. Mhm. Also das sind Ausbildungsmöglichkeiten, wo zukünftig gute Chancen bestehen. Mhm. Gibt es eigentlich eine Dunkelziffer von Menschen, die nicht bei Ihnen gemeldet sind, weil sie sich nach einer Kündigung zum Beispiel nicht selbst melden, aus Scham oder aus anderen Gründen? Ja, eine Ziffer ist mir nicht bekannt. Also ich denke, dass die meisten Menschen sich bei uns melden, weil sie durch die Arbeitslosenversicherungen das Arbeitslosengeld erhalten können und damit in einem ersten Schritt die Existenz einmal absichern können. In den letzten Wochen wurde ja immer wieder auch in Vorarlberg berichtet, dass Unternehmen Menschen kündigen mussten. Ab wann, ab was für einer Zahl muss eigentlich ein Unternehmen bei Ihnen melden, dass es Personal kündigt? Also es gibt da ein Frühwarnsystem, das heißt Unternehmen müssen einer bestimmten Anzahl von Mitarbeiterinnen, die sie entlassen, je nach Unternehmensgröße müssen sie das melden. Das bedeutet auch eine Zeit vorher, also mindestens 30 Tage, bevor sie die ersten Kündigungen aussprechen. Der Grund dahinter liegt, dass man gemeinsam mit den Unternehmen überlegen kann, wie kann man jetzt die Situation am besten bewältigen, einen Sozialplan erstellen und dann für die
betroffenen Personen schon die nächsten Schritte planen. Lass uns nochmals zurückkommen zum Thema Weiterbildung. Und zwar, es gibt da heute eine Aussendung der Arbeiterkammer Vorarlberg gegeben, die in einer Umfrage festgestellt hat, dass die Bereitschaft bei 40% aller Arbeitslosen da wäre, dass sie sich weiterbilden. Ist das etwas, das sich mit Ihren Erfahrungswerten deckt? Ja, also wir können nicht genau sagen, wie viel Prozent die Bereitschaft da ist. Es gibt hier unterschiedliche Zugänge. Das eine ist natürlich, wenn ich arbeitslos bin, dass ich vorrangig an die Jobsuche denke und vielleicht im Moment gar keine Idee habe in Richtung Qualifizierung oder mir auch nicht bewusst ist, wie wichtig es ist, dass ich gleich zu Beginn der Arbeitssuche mich mit dem Thema Höherqualifizierung, Ausbildung befasse. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben und jetzt aufgrund der Krise unverschuldet arbeitslos wurden und einfach in diesem Bereich wieder suchen. Und da, ja, das ist natürlich legitim. Also es ist uns schon bewusst, dass wir nicht alle, die derzeit arbeitslos sind, gewinnen können für Aus- und Weiterbildung. Mein Appell geht in die Richtung, dass jeder für sich überlegt, was bringt mich weiter? Und jetzt einfach die Chance nutzt. Wir haben die finanziellen Mittel, wir können die Personen unterstützen. Und gerade jetzt auch, weil die Beschäftigungschancen aufgrund der aktuellen Situation natürlich je nach Branche unterschiedlich gut sind. Wie werden Unternehmen eigentlich finanziell unterstützt, wenn sie Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter anbieten? Ja, es gibt da eine Qualifizierungsförderung für Beschäftigte. Da können Unternehmen für bestimmte Personengruppen bis zu 50% der Qualifizierungskosten rückerstattet erhalten vom Arbeitsmarktservice. Frauen haben ja oft höhere Barrieren, wenn es um den Wiedereinstieg geht in die Arbeitswelt oder auf dem Arbeitsmarkt. Zusätzlich liegt bei vielen Frauen die ganze Last des Homeschoolings und der Erziehung und weiteres. Braucht es hier spezielle Modelle oder haben Sie sogar ein spezielles Modell für Frauen? Ja, wir haben ein spezielles Frauenprogramm im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Das setzt sich zusammen aus drei unterschiedlichen Schwerpunkten. Es gibt eine Ausbildungsmöglichkeit, das heißt FIT, Frauen in handwerkliche und technische Berufe. Hier geht es darum, dass mehr Frauen eben in diese Berufsbereiche sich orientieren und auch qualifizieren. Es gibt ein spezielles Frauenberatungszentrum, wo die Themenstellungen im Speziellen besprochen werden können, auf die individuelle Situation eingegangen wird. Und speziell auch für Wiedereinsteigerinnen gibt es ein Angebot Wiedereinstieg mit Zukunft, weil oft beim Wiedereinstieg Kinderbetreuungsthemen und andere Themen dazukommen. Also hier wird sehr individuell auf die jeweilige Situation der Frauen eingegangen. Und das ist vom Umfang her auch ein sehr großes Programm beim Arbeitsmarktservice. Wir haben auch eine Zielsetzung, dass wir mehr als die Hälfte vom Budget, vom Gesamtbudget für frauenpolitische oder Frauenangebote ausgeben. Also uns ist bewusst, dass Frauen am Arbeitsmarkt jetzt gesamthaft betrachtet noch benachteiligt sind. Und hier wollen wir durch dieses spezielle Programm entgegenwirken. Kommen wir abschließend noch zum AMS selbst. Das ist natürlich der Druck auch auf Ihre Institution und auf Ihren Mitarbeitern sehr hoch aktuell. Haben Sie überhaupt genügend Beratungspersonal, um da Qualifizierungsoffensive angehen zu können? Ja, wir haben zusätzlich Personal erhalten, aber die Situation ist natürlich mit der hohen Anzahl an Arbeitslosen sehr herausfordernd für unsere Berater und Beraterinnen. Im Schnitt fallen 400 Kunden und Kundinnen als Arbeitssuchende auf eine Beraterin. Und das ist ein sehr hoher Betreuungsschlüssel. Hier können wir mit diesen Ressourcen nicht alle Herausforderungen bewältigen. Deshalb haben wir auch die Möglichkeit, dass wir so Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, wenn es verstärkt in die Tiefe geht, im Bereich Berufsorientierung, Berufsziele arbeiten, dass wir hier Dienstleistungen zukaufen, weil wir die Ressourcen, die personellen Ressourcen nicht haben. Die Kompetenzen hätten wir bei den Beratern und Beraterinnen. Aus meiner Sicht wäre es effizienter und effektiver, wenn man den Betreuungsschlüssel verändert. Das heißt, wenn eine Beraterin oder ein Berater weniger Kunden, Kundinnen betreuen müsste und dann müssten wir auch weniger zukaufen. Aktuell ist es nicht so. Wir hoffen, dass wir, wenn die Arbeitslosigkeit konstant bleibt, auch mehr Personal kriegen, um die Krise gut bewältigen zu können. Welche Rolle spielt noch in Zeiten von Corona die Digitalisierung, auch damit Sie mit Ihren Klienten und so weiter in Verbindung bleiben können?
Also bei uns spielt das eine sehr große Rolle. Wir haben jetzt es gibt ein e-IMS-Konto für Unternehmen und auch für Suchende. Das ist eine digitale Verbindung zum Arbeitsmarktservice. Und über diese Schiene stellen zum Beispiel die Unternehmen die Anträge auf Kurzarbeitsbeihilfe. Die Wege sind kürzer. Jobsuchende können sich arbeitslos melden über das e-IMS-Konto, einen Antrag stellen auf Arbeitslosengeld, und auch die Kommunikation erfolgt über diese Schiene. Sie können uns Fragen stellen, wir antworten. Also die Digitalisierung spielt hier eine sehr wichtige Rolle, dass man die administrativen Tätigkeiten an sich verringern kann und mehr Zeit investieren kann direkt in die Beratung der Kunden und Kundinnen. Bernhard Bayreuther, vielen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund. Dankeschön, bleiben Sie auch gesund. Und alle Informationen zu der geplanten Joboffensive des AMS finden Sie natürlich auf voll.at und auch auf der Homepage des AMS Vorarlberg. Und wir wechseln jetzt das Thema und gehen in den Norden des Landes, und zwar nach Hörbranz. Und ich darf jetzt im Studio begrüßen den Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser. Vielen Dank für den Besuch. Einen schönen guten Abend. Hallo. Herr Kresser, lassen Sie uns mit einem Thema anfangen, das Hörbranz jetzt leider in die Schlagzeilen gebracht hat in den letzten Tagen. Und zwar, es geht um das Sozialzentrum Josefsheim. Sie sind ja proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, dass ein Mitarbeiter suspendiert wurde. Wie die Polizei jetzt heute gegenüber dem Vorarlberger Nachrichten bestätigt hat, wird ermittelt gegen den Mitarbeiter wegen Nötigung. Können Sie uns sagen, wann Sie von den Vorwürfen erfahren haben, wer oder wie man auf Sie zugekommen ist? Ja, es sind am Donnerstag Mitarbeiter des Sozialzentrums Josefsheim auf mich zugekommen und haben da einige Dinge gemeldet, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, beziehungsweise eben die Anschuldigungen geschildert, zu denen jetzt auch ermittelt wird, und so habe ich von der Sache erfahren. Haben Sie den Mitarbeiter gleich mit den Vorwürfen konfrontiert? In so einer Situation ist es immer wichtig, dass man zuerst alles verifiziert und wirklich auch genau hinschaut, was ist dran und in welche Richtung können wir dann auch handeln. Ich habe in Folge dann weitere Gespräche geführt mit dem Umfeld des Josefsheims, und da haben sich einige Dinge dann verdichtet, einige Hinweise, und dann bin ich am Freitag habe ich sofort den Beirat einberufen von der Sozialzentrum Josefsheim GmbH. Dort haben wir den Beschluss gefasst, dass wir keinen anderen Weg sehen als eine Suspendierung. Und am Samstag haben wir dann die Polizei auch gleich hinzugezogen und auch diese Anschuldigungen dort verifizieren lassen, inwiefern da allenfalls auch Verfolgungen notwendig werden, was dann auch gleich eingeleitet wurde. Und wir haben dann den Geschäftsführer aufgesucht und vor Ort suspendiert. Und Sie haben ja festgehalten, dass keine Heimbewohner betroffen seien. So zumindest hieß es am Sonntag. Ist das immer noch der aktuelle Stand oder gibt es da irgendwelche Neuigkeiten mittlerweile? Nein, das ist der aktuelle Stand, und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich daran etwas ändern wird. Auch keine anderen Mitarbeiter, die sich mittlerweile in der Zwischenzeit gemeldet haben? Es ermittelt die Polizei, also grundsätzlich steht jedem frei, sich bei der Polizei und jeder sich bei der Polizei zu melden. Ich war gestern auch im Heim und habe versichert, dass wir restlose Aufklärung hier forcieren werden, und habe auch Unterstützung vom IFS mitgenommen. Da waren zwei Frauen dabei mit psychologischer Ausbildung, an die sich Betroffene allenfalls auch wenden können. Und sollte da noch etwas auftauchen, dann steht es jeder Person frei, hier Anzeige zu erstatten. Wie gesagt, ich habe die Unterstützung angeboten in alle Richtungen, auch niederschwellig. Die Visitenkarten haben wir auch an einem Ort abgelegt, an dem man die dann wegnehmen kann, ohne dass man großartig Aufsehen erregt. Also so, dass wirklich jede und jeder die Möglichkeit hat, sich zu melden. Also psychologische Hilfe gewährleistet. Wie wird das denn jetzt weitergehen mit dem Sozialzentrum Josefsheim? In der Zwischenzeit wird es interimistisch geführt von zwei Gemeinderäten. Aber selbst wenn sich die Vorwürfe nicht bestätigen würden, dann wäre wohl zu viel Porzellan zerbrochen, als dass es zum Status quo von vorhin kommt. Was sind Ihre Pläne mit dem Josefsheim? Ja, vorab möchte ich offiziell an dieser Stelle auch Danke sagen den beiden Gemeinderäten, namentlich Josef Bergmann und Katrin Flatz, die sich hier jetzt einsetzen und in dieser Situation
für das Josefsheim auch einstehen. Ich glaube, das ist gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, dass dem so ist, dass sie sich aufgehoben fühlen und alles weitergehen kann. Mhm. Der nächste Schritt wird sein, dass wir die Generalversammlung, die habe ich schon für morgen anberaumt, einberufen. Die setzt sich zusammen aus den Hörbranzer Gemeindevertretern und dort müssen wir dann Beschlüsse fassen. Ich möchte dem nicht vorgreifen, aber ich gehe davon aus, dass dort dann die fristlose Entlassung beschlossen wird und des bisherigen Geschäftsführers. Und dann wird es zu einer Ausschreibung dieser Stelle kommen. Was bedeutet so eine Suspendierung eigentlich finanziell? Heißt es, der hat jetzt noch die Bezüge oder kann man, wie muss man sich das vorstellen, rechtlich bei so einer Suspendierung? Also ich habe jetzt sehr viele rechtliche Themen abgeklärt in den letzten Tagen. Soweit ich weiß, ist bei der Suspendierung bis zum Ausspruch der fristlosen Entlassung noch ein Fortbezug möglich, beziehungsweise er hat ja noch Anspruch darauf. Daher eine sehr schnelle Einberufung der Generalversammlung am morgigen Tag schon. Dann lassen Sie uns das Thema wechseln. Sie sind ja ein politischer Quereinsteiger. Sie haben bei den Gemeinderatswahlen aus dem Stand heraus die absolute Mehrheit erzielt, 54,6%, 1801 Vorzugsstimmen. Wie haben Sie sich mittlerweile eingelebt als Politiker? Ja, sehr gut, erstaunlich gut eigentlich. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, und da bin ich sehr dankbar dafür, mit sehr offenen Armen überall empfangen worden, sei es im Gemeindeamt, aber auch bei der Bevölkerung. Dieser breite Zuspruch von ja fast 55% macht mit einem natürlich auch etwas, aber das heißt auch, man muss liefern. Man hat da Vertrauen bekommen, einen Vertrauensvorschuss und den gilt es sorgsam. Damit gilt es sorgsam umzugehen. Mhm. Ja, wie gesagt, super aufgenommen rundum. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl auch im Gemeindeamt und in Hörbranz und habe eigentlich durchwegs sehr, sehr positive Stimmung. Also ich hätte mir manches sogar schwieriger vorgestellt. Aber in Ruhe einkaufen wird man wohl nicht mehr gehen können, ohne dass irgendjemand mit irgendeinem Anliegen auf Sie zukommt. Wir tragen ja Masken, dann geht das. Nein. Mhm. Also natürlich, es gibt immer wieder Sachen oder Themen, die dann gesprochen werden, aber ich denke, wenn man sich in so eine Funktion begibt oder sich für so ein Amt bewirbt, dann muss einem das im Vorfeld bewusst sein. Und ja, man ist ein Stück weit, vor allem im eigenen Dorf, dann eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Und das steht den Menschen natürlich auch zu, den Bürgermeister einmal anzusprechen und manche Themen zu erfragen oder ja, mit ihm einfach über etwas reden, das am Herzen liegt. Obwohl Sie ja die absolute Mehrheit haben, haben Sie alle anderen Vertreter, Mitbewerber zur gemeinsam konstruktiven Zusammenarbeit eingeladen. Wie wurde das bisher angenommen? Ja, es ist richtig. Ich habe von vornherein schon gesagt, ich möchte einen Gemeinderat mehr einsetzen, dass eine zweite Fraktion auch zwei Gemeinderäte, Rätinnen stellen kann. Also wir haben vier und die Volkspartei derzeit zwei. Ich habe meine Hände ausgestreckt in diese Richtung und immer zur Zusammenarbeit eingeladen. Und natürlich gibt es im politischen Leben immer wieder einen Diskurs und manchmal auch andere Ansichten. Wir hatten Budgetverhandlungen, die nicht immer auf einer Basis liefen, bei denen wir gleicher Meinung waren. Für mich ist immer wichtig, dass man am Ende die Demokratie respektiert und dann halt die Abstimmungen, so wie sie erfolgen, auch respektiert. Ja. Weil Sie das Budget ansprechen, Geld fehlt in vielen Gemeinden. Jetzt haben wir die aktuelle Coronavirus-Pandemie. Wie wirkt sich diese auf das Budget in Hörbranz aus? Naja, das ist in Hörbranz nicht anders wie in anderen Gemeinden oder in anderen Kommunen. Wir haben natürlich auch Einbrüche einnahmenseitig und auch höhere Abgaben teilweise. Also es wären mehr Projekte da, die wir angehen wollen, die viel Geld kosten. Da ist mehr von dem vorhanden, als Geld vorhanden ist. Das ist durchaus eine sehr herausfordernde Zeit und nicht einfach das Ganze zu machen. Mhm. Dennoch denke ich, ist es uns gelungen, dass wir für das nächste Jahr ein Budget aufgestellt haben, mit dem wir zufrieden sein können. Mhm. Natürlich, man muss auch, wie es oft ist, in Zeiten, in denen man weniger
zur Verfügung hat oder weniger Einnahmen hat, muss man auf Rücklagen mitunter zurückgreifen. Aber wir werden, denke ich, die Projekte, die wir realisieren wollen, nächstes Jahr auch angehen können. Ist mit Geld vom Bund zu rechnen? Ja, gibt es Unterstützung von Bundesseite? Ja, da gibt es mittlerweile Finanzhilfen wieder, die zugesagt sind. Ich meine, in Erinnerung zu haben, 830.000 Euro sollten wieder nach Hörbrands fließen. Davon ist aber ein großer Teil nur, unter Anführungszeichen, als Rückzahlung, nicht Rückzahlung, das wäre schön, zinsfreies Darlehen. In einer Nullzinsphase ist das natürlich, wenn man so sagen kann, jetzt nicht unbedingt eine sehr, sehr große Hilfe, aber in etwa, nageln Sie mich nicht fest, ich meine 230.000 Euro oder so sollten Zuschüsse sein, die nicht zurückbezahlt werden sollen. Das ist etwas, aber sicher nicht das, womit das gesamte Budget saniert werden kann. Wo müssen Sie den Gürtel enger schnallen? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, da können wir jetzt nicht investieren? Ja, wir würden natürlich am liebsten alles gleich angehen. Das geht nicht. Die großen Projekte, ich habe auch gesagt bei der Budgetsitzung, das, was wir heute sehen und das, was wir heute beschließen, das ist ein Übergangsbudget. Ich habe im Oktober übernommen von meinem Vorgänger und da sind ja auch schon Projekte auf den Weg gebracht worden. Beispielsweise in der Trinkwasserversorgung, Sanierungen, das schlägt mit, glaube ich, 1,8 Millionen zu Buche. Ein neues Pumpwerk muss da errichtet werden. Also da sind einfach Dinge drinnen, die wir jetzt übernommen haben. In den nächsten Jahren stehen auch große Projekte an und die sollten wir halt auch zum Realisieren bringen dann. Da werden wir sicher auch eine mittelfristige Finanzplanung machen müssen. Das sollte in den nächsten Monaten dann mal angegangen werden, dass wir wirklich auch eine Prioritätenreihung machen, wobei wir wissen, es kann immer etwas dazwischen kommen, das einem dann unverhofft wieder die Pläne über den Haufen wirft. Mhm. Schon fast ein Wahrzeichen von Hörbrands ist ja unter anderem auch das Salvator-Kolleg. Da hat es ja auch Gespräche gegeben, soweit ich informiert bin, über die Nachnutzung. Was soll bei diesem Areal jetzt passieren? Wie wollen Sie das weiterentwickeln? Gibt es da schon Neuigkeiten? Ja, da gibt's. Das ist ein sehr großes Thema in Hörbrands und ich werde sehr, sehr oft darauf angesprochen. Und das ist auch ein offenes Geheimnis im Wahlkampf auch schon ein Thema von den Leuten. Es war ganz klar die Haltung von den Hörbrandserinnen und Hörbrandsern, bitte bloß keine so riesige Wohnanlage wieder, wie wir es überall sehen. Mhm. Also das sehen wir in Nachbargemeinden auch, was passiert, wenn man da alles verbaut und da die Innovationen wegbleiben, sondern einfach nur Wohnnutzungen sind. Das möchte ich nicht. Ich möchte da schauen, dass wir eine aktive Rolle bei der Entwicklung auch haben. Mhm. Derzeit gibt es auch einen Verein, der sich damit beschäftigt, genossenschaftliches Wohnen dort zu installieren. Das ist eine sehr gute Idee grundsätzlich, diese genossenschaftliche Form. Also alternative Wohnformen sind natürlich gefragt in der heutigen Zeit. Und dem verschließe ich mich ganz sicher nicht. Ich habe auch eingeladen, dass wir zusammenarbeiten. Nur die raumplanerischen Themen, regionaler Entwicklungsplan, Quartiersentwicklung am Standort, das sind natürlich Themen einer Gemeinde. Und da muss ich als Bürgermeister das an mich ziehen. Und diese Themen müssen wir natürlich machen. Und dann können wir darüber reden, was dort realisiert werden kann. Mhm. Natürlich gehört uns das Grundstück auch nicht. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Am Ende kann natürlich das Salvator-Kolleg bzw. die Salvatorianer, die können sagen, wem sie dieses Gebäude dann auch verkaufen und auch da laufen Gespräche, ob wir allenfalls auch mit dem Land zusammen das erwerben können in einer sogenannten Projektstrukturentwicklungsgenossenschaft und dann entwickeln aktiv und dann wieder veräußern. Das wäre so dieses Instrument. Mhm. Da würden sich auch Banken dann beteiligen daran und die umliegenden Gemeinden. Mhm. Und damit könnten wir wirklich aktiv gestalten und das wäre ein Ziel. Wie gesagt, da laufen die Gespräche, da kann ich noch nicht also ein abschließendes Statement geben. Aber es ist durchaus eine Vision von Ihnen, dass man rund um das Salvator-Kolleg herum ein Quartier entwickelt. Also nicht ein reines Wohnquartier, sondern wo es auch Gewerbeflächen oder Büroflächen oder Ähnliches gibt. Genau, das soll sich im Zuge auch natürlich mit Bürgerbeteiligung einer solchen Entwicklung dann herausstellen, was hier die beste Lösung ist. Und mein Ziel wäre es, dass dort etwas realisiert wird
von dem das ganze Laibachtal profitiert. Ich habe gesehen auf Ihrer Homepage oben, da gibt es ein PDF, räumliches Entwicklungskonzept, das aus dem Jahr 2014 stammt, also noch von Ihrem Vorgänger. Wird das in dem Fall grundsätzlich ein großes Thema räumliche Entwicklung, Weiterentwicklung werden für Sie? Na, der räumliche Entwicklungsplan muss bis Ende 2022 fertig sein. Das gibt das Raumplanungsgesetz her. Mhm. Einen räumlichen Entwicklungsplan gibt es noch nicht bei uns. Wir haben das vor 2 Wochen im Gemeindevorstand nun verabschiedet und beschlossen, dass das jetzt vergeben wird. Wir haben da Angebote eingeholt und damit werden wir jetzt starten und haben da eine ganz, ganz große Aufgabe vor uns, das innerhalb von nicht einmal 2 Jahren jetzt zu realisieren. Mhm. Großes Thema in Vorarlberg ist auch freie Flächen, vor allem für Wirtschaftstreibende oder für Unternehmen. Wie sieht es damit in Hörbrands aus? Also Sie liegen ja strategisch wirklich sehr, sehr gut. Gibt es freie Flächen für Unternehmen, die sich erweitern könnten, wollten oder vielleicht sogar etwas Neues aufbauen? Ja, ich habe einige Anfragen bei mir vorliegen von Unternehmern, die gerne in Hörbrand sich ansiedeln wollen, aber wie man so schön sagt, mach eine Faust, wenn du keine Finger hast. Mhm. Ich habe sie nicht und ich kann sie damit auch nicht zur Verfügung stellen. Es gibt einige Großunternehmer in Hörbrand, die haben einige Flächen gesichert, das ist auch nicht anzulasten. Ich würde das wahrscheinlich auch tun in deren Situation. Mhm. Was ich aber schon sage, ist, dass wir überlegen müssen über eine aktive Flächenpolitik, ob wir auch strategisch wichtige Flächen sichern, um diese dann zu entwickeln, wie ich vorher erwähnt habe, auch beim Salvator-Kolleg, um dann die Nutzungen bestimmen zu können und am Ende mitunter auch wieder Einnahmen und auch einen höheren Standard für Hörbrands zu schaffen, wenn ich dort Unternehmen dann ansiedeln kann. Mhm. Ansiedeln wollen sich vermutlich auch viele andere Menschen. Ist Wohnen noch leistbar in Hörbrands, wenn ich so auf die Berichte zum Beispiel bei VN.at auf Grund und Boden oder auf Ländlimo sehe, wenn ich mir die Grundstückspreise und die Wohnungspreise ansehe, dann sind die auch in Hörbrands durchaus sehr hoch wie im Rest von Vorarlberg. Kann man da irgendwie gemeinnütziges Wohnen, ist das etwas, wo Sie auf der Prioritätenliste haben? Ja, Wohnraum ist unglaublich teuer in Vorarlberg. Also ich weiß auch nicht, in welche Richtung sich das entwickeln soll. Ich denke zurück, als ich selbst gebaut habe vor 8 Jahren, da hatten wir schon gesagt, das kann nicht immer noch weiter nach oben gehen. Wenn ich heute die Preise sehe, muss ich schon fast lachen, was wir damals bezahlt haben. Also unfassbar. Gemeinnütziges Wohnen ist Thema. Also wir haben jetzt glücklicherweise auch von der Alpenländischen wieder ein Projekt, das wir realisieren können in Hörbrands. Das wird in den nächsten Jahren realisiert. Da laufen im Moment Vorgespräche, aber das sieht so aus, als ob wir dort wieder einige gemeinnützige Wohnungen dazu bekommen können. Ja. Mhm. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber ein Thema noch ist die Mautbefreiung und der Verkehr. Auch Hörbrands war natürlich sehr vom Verkehr betroffen. Spüren Sie das jetzt? Hatte das einen positiven Effekt, diese Mautbefreiung für Sie? Naja, durch Hörbrand sind ja die Leute, die von Deutschland kommen, jetzt nicht gerade durchs Dorf gefahren meistens. Nicht das Dorf, stimmt. Da haben andere, glaube ich, eher die großen Probleme, eher Bregenz und Lochau, wo dort der Durchzug dann passiert bis zur Autobahnauffahrt und schlussendlich wieder. Wir profitieren vor allem von der zweiten Pfändertunnelhöhe. Das war bei uns das große Thema am Abend, wenn man von Richtung Oberland, Dornbirn kommt, hat man schon mal eine Stunde Stau mit einplanen müssen, um wieder nach Hörbrands zu kommen. Und gleiches oftmals von der anderen Seite, wobei die Auffahrt, wenn man dann in die Schneise gekommen ist und in die einspurige Schneise des Pfändertunnels, dann ist man ja recht schnell auf der Autobahn, aber in die andere Richtung war es sehr oft ein Problem. Mhm. Abschließend noch, jetzt am 1. Februar soll ja der Kindergarten Unterdorf schrittweise nach einer Erweiterung bezogen werden. Bleibt es bei diesem Plan? Ja, dieser Plan hält. Also der Kindergarten Unterdorf ist wunderschön geworden. Da kann ich auch nur Danke sagen an die vor mir politisch Aktiven. Der wurde wirklich vorbildlich umgesetzt und ist ein wunderschönes Gebäude geworden. Und die Kinder und auch die Pädagoginnen und Pädagogen freuen sich sehr, einzuziehen. Mhm. Und die letzte Frage noch. Haben Sie sich schon angemeldet zum Impfen oder haben Sie eine Impfung schon bekommen, wie ein Bürgermeisterkollege aus einer größeren Vorarlberger Stadt? Ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich noch keine Impfung bekommen, aber selbstverständlich werde ich eine Impfung bekommen oder
will ich eine Impfung haben. Ich habe mich am ersten Tag, an dem das möglich war, angemeldet und ich glaube, man kennt mittlerweile fast jeder irgendwelche wirklich tragischen Fälle und ich glaube, dieser Pix ist das kleinste Übel und ja, ich werde mich definitiv impfen lassen und ich hoffe, das tun ganz, ganz viele andere auch. Herr Bürgermeister Andreas Kreisser, vielen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund und Dankeschön. Danke auch. Und das, meine Damen und Herren, war es wieder mit Vorarlberg Live. Es würde uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Zur selben Zeit um 17 Uhr wird Sie mein Kollege Pascal Pletsch hier begrüßen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.